Hallo. Hallo. Unsere ganzen Neulinge hier. Ihr seid jetzt alle ganz neu beim HFC. Wie geht's euch hier? You're new at the club. Just tell some impressions how you feel. Yeah, I feel confident. I really have enjoyed to be here. We have played quite well. I got 7 points in 3 games, so I'm really looking forward. Wie gefällt euch Halle bisher? How you like Halle as a city? Well, it's beautiful old town, you know. I like it. Wohnt ihr beide zusammen in Halle? Do you live together? No, we don't. Heute ist der große Umzug zusammen. Wie jetzt? Großer Umzug, dass ihr zusammen irgendwie zusammenzieht? Ach so, you are planning on moving together. No, that's not gonna happen. Never. Du bist ja gut beim HFC eingestiegen, vorne als Mittelstürmer. You did quite well as a offensive player with the first 2 games. Yeah, well, that's my task, to score and help this team like that. So I hope in future I will score more. Okay. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger in Halle, konntest die Mannschaft schon ein bisschen mehr kennenlernen. Bist du gut aufgenommen worden? Ja, doch. Also ich bin ziemlich gut eigentlich aufgenommen worden und ich denke, jetzt habe ich mich auch richtig eingelebt. Hat Halle oder der HFC die Erwartungen an dich erfüllt? Absolut. Also ich habe alle Erwartungen, die ich hatte, sind absolut erfüllt worden. Ich hatte jetzt allgemein noch so ein paar Fragen, wo ihr ganz schnell drauf reagieren müsstet. Einmal im fußballerischen Bereich und einmal im privaten Bereich. Okay, you have to answer real quick when I tell you the question. Okay. Personal, right. Fangen wir mit dem Sportlichen an. Euer Lieblingsverein? Favorite Club? Manchester United. Man United, yeah, same. Lieblingsspieler? Favorite player? Rio Ferdinand. Ruud van Nistelrooy. Was sind eure persönlichen Stärken? Your personal strength you have in soccer? My mind. Defending. Und Schwächen? A weakness. Left foot. My legs. Was sagt ihr zum HFC? How you say? What do you say about the club? Good club. Red. Sportliche Zukunft auch beim HFC? Future in the club. Same third league. Yeah, 4 months. Jetzt noch die privaten Fragen, die interessieren die Leute ein bisschen mehr. Okay. Das Lieblingsessen? Favorite food. Pasta. Indian. Selber kochen oder lieber kochen lassen? Cook yourself or you let yourself be cooked? Yeah, girlfriend cooks. Yeah, auch. Lieber Kino zum Abend oder tanzen gehen? Cinema or dancing? Cinema. In Germany, tanzen. Lieblingsfilm? Favorite movie? Inglourious Basterds. Forrest Gump. Lieblingsschauspieler? Favorite actor? Russell Crowe. Keine Ahnung. Und im Sommer lieber in die Sonne fliegen im Urlaub oder in die Berge? In the summer, vacation. On the beach. Yeah, warm. Thank you. Das gleiche könnte man ja mit dir jetzt auch noch machen. Da macht man das natürlich alles ein bisschen schneller. Lieblingsessen? Thunfisch. Selber kochen oder kochen lassen? Selber kochen meistens. Zum Feierabend tanzen oder Kino? Kommt auf die Lage drauf an. Die wäre? Stimmungsschwankend, aber meistens denke ich eher Kino. Lieblingsfilm? Alles, was in Richtung Action oder Fantasy geht. Lieblingsschauspieler? Jason Statham. Und im Sommer lieber Urlaub in Süden oder in die Berge? Absolut Sonne. Dann noch die Fußballer fragen. Lieblingsverein? Barcelona. Lieblingsspieler? Messi. Stärken von dir? Offensive. Das sind offensive Qualitäten. Ach, das ist eine Stärke? Von mir gesehen, ja, wenn ich die Schwächen habe. Und was sind deine Schwächen dementsprechend? Absolut Defensive auch wieder. Deine Lieblingsposition? Zehner.
Und was sagst du zum HFC? So wie ich den Club kennengelernt habe, super. Also keiner hat jetzt HFC als Lieblingsverein genommen. Ihr wisst, das wird den Zuschauern und den Fans nicht so gut gefallen. Why didn't you choose HFC for your favorite club? Das wird auch noch in der Zukunft. Well, I have been here 1 month, so it's too early, too soon. Okay, dankeschön. Bitte schön. Also hallo. Hallo. Training überstanden? Ja, natürlich. Wir haben 2 Einheiten heute gehabt, Hauptbelastungseinheiten, und ich denke, dass wir das ganz gut überstanden haben. Habt ihr euch auch in Halle schon ein bisschen eingelebt? Definitiv, ja. Ja, also so gut wie, also so viele Möglichkeiten hatten wir ja nicht, weil ja die Vorbereitung viel Zeit in Anspruch genommen hat, wo wir auch Training hatten. Aber jetzt denke ich, dass wir ein bisschen mehr Freizeit haben, und jetzt auch mit dem Wochenende, was wir frei hatten, mit ein paar Tagen, da konnte man schon ein bisschen was sehen. Was sagt ihr zum Verein? Haben sie euch gut aufgenommen? Also ich bin ja erst seit 2 Wochen hier, und ich muss sagen, ich wurde sehr gut aufgenommen. Ja, ich komme mit jedem klar, und ja, sind alles coole Typen, die Spieler. Hat der Verein noch eure Erwartungen erfüllt? Tja, das ist die Frage. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, dass der Verein immer im Vordergrund steht und die Mannschaft. Und ich glaube, dass wir bisher jetzt 7 Punkte geholt haben. Und ich glaube, wenn es das jemand gesagt hätte, dann hätte man das sofort unterschrieben. Von daher sieht das bis jetzt positiv aus. Aber ich meine, wir haben noch einiges vor, und von daher nicht so viel Lorbeeren verteilen. Ja. Du bist ja jetzt erst kurzfristig zum HFC gekommen wegen der Verletzung von Pia Becken. Ist es dadurch ein bisschen schwieriger oder einfacher für dich? Also ist schon schwieriger, weil ich jetzt die Vorbereitung nicht mitgemacht habe. Die Jungs haben sich jetzt eingespielt. Ja, aber ich gebe im Training mein Bestes, und dann werden wir sehen. Wie der Trainer, also hast du gute Chancen für einen Stammplatz? Das entscheidet alles der Trainer. Wir hatten noch mit den anderen schon ein paar Fragen uns überlegt, wo ihr ganz spontan antworten müsst. So ein bisschen aus dem privaten Bereich und auch ein bisschen sportlich gesehen. Seid ihr dabei? Ja, logisch. Fangen wir mal mit dem Sportlichen an, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Lieblingsverein? Ganz spontan, ganz schnell. Dresden. Borussia Dortmund. Lieblingsspieler? Ulf Kirsten. Mats Hummels. Eure eigenen Stärken? Flanken. Zweikampfverhalten. Schwächen? Bei mir ist der rechte Fuß. Dann ist es bei mir der linke. Lieblingsposition? Linker Verteidiger. Innenverteidiger. Was sagt ihr zum HFC? Seriöser Verein. Schöner Verein. Eure sportliche Zukunft liegt wo? Puh, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Vertraglich habe ich einen Cottbus. Okay, dann das, was vielleicht die Zuschauer ein bisschen mehr oder die Fans ein bisschen mehr interessiert. Das Lieblingsessen? Oh, Rinderfilet. Pasta, alle Arten. Selber kochen oder kochen lassen? Selber kochen. Ebenfalls. Stimmt, gelernter Koch, habe ich gehört. Ja. Abends weggehen, Kino oder lieber tanzen? Kino. Beides. Lieblingsfilm? Hangover. Hangover 2. Lieblingsschauspieler? Ei. Das kann auch eine Dame sein. Puh, überhaupt keine Ahnung. Nicolas Cage. Und im Sommer lieber, wenn Freizeit ist, in den Süden fliegen oder lieber in die Berge? Strand, Sonne. Ich schließe mich an. Strand. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Dann noch viel Spaß heute. Dankeschön. Wir bedanken uns.